sie mitlachen. Der Anlass ist ernst, die Musik feierlich, der Wind stürmisch. Da entwickelt der Kranz am Soldatengrabmal plötzlich ein Eigenleben. Auf den Ritterschlag hätte Viktor Janukowitsch wohl gern verzichtet. Ist aber auch ärgerlich für die Politiker, wenn bei jeder Panne eine Kamera mitläuft. Immer dann, wenn die Macher meinen, alles fest im Griff zu haben oder unbeobachtet alles aus sich rausholen, um eine Krise zu bereinigen. Und wir machen uns auch noch lustig über ihren steinigen Weg zur Macht, der häufig zur absoluten Erschöpfung führt. Aber oftmals sind die Politiker ja auch an der Schadenfreude selbst schuld. Bei ihren Reden kommt häufig genug das Sandmännchen. Und wenn das nicht hilft, redet man sich zur Not selbst ins Koma. Nur die wichtigsten Politikerregeln dürfen nicht vergessen werden. Möglichst sauber aus der Sache rauskommen, sich dann nicht aus dem Tritt bringen lassen. Und einfach immer so weitermachen wie bisher. Selbst dann, wenn die Zeiten stürmisch sind.